Hallo zusammen auf ein neues The Witcher 2, Teil 13. Dieses Ja, also Pack von wirklich Huren mit weiterhelfen Politikern kann wird uns hier nach niemand sowas aufschauen anscheinend. und um Hilfe flehen. Und dann sagen wir, na gut. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Also wenn hier jetzt nichts mehr ist, dann gehe ich wieder zurück nach also ins Dorf, in das andere Dorf und suche dann dort noch mal weiter, weil irgendwo muss der ja sein, der Typ, ne? Meine Verehrung. Okay. Ah ja, ihn kann man auch fragen, wie auch die Hexe, wozu man die Trollgruppe benötigt. Ich will dich etwas fragen, Sultan. Geralt, altes Haus, setz dich. Alleine saufen ist so doof wie in Gesellschaft scheißen. Ein andermal. Du bist schon länger hier und kennst die hiesigen Sitten. Ich bin kein Forscher, aber frag ruhig. Wozu könnte jemand einen Trollkopf brauchen? Wozu hängen sie denn Bärenschädel in den Hütten auf? Hm? Um zu zeigen, was für tolle Kerle sie sind. Ein Bauer mit einem Trollkopf an der Wand kann reichlich Röcke heben. Danke. Was hast du vor? Ich sehe mir mal die Hütten in Bindegarn an. Okay, dann müssen wir wieder nach Bindegarn. Also die wurde praktisch geköpft und als Trophäe aufgehängt, so wie es aussieht. So, da gehen wir wieder zurück nach Bindegarn. Ja, also hier wollte ich her. Jetzt müssen wir uns da die ganzen Hütten anschauen. Pass auf dich auf! So eilig, Freundchen! Schauen wir mal hier die erste Hütte. Schauen wir mal da rein. Eigentlich wollte ich nicht mit dir reden. Mal gucken, ob hier irgendwo eine Trophäe hängt, ne? Nein. So. Hallo Hühnchen. Heute erzähle ich euch von der Gründung Bindegarns. Vor langer Zeit erreichten unsere Väter diese Küste. Der König gab ihnen Land. Dafür mussten sie den Wald roden. Damals wie heute war der Wald ein dunkler, schrecklicher Ort. Doch unsere Väter wollten unbedingt hier siedeln. Nachts schliefen sie auf den Booten. Am Deck waren der Greis und die Werwölfe zu hören. Tagsüber roteten sie den Urwald mit Feuer und Axt. Die Bäume erwiesen sich jedoch als zu groß und zu hart für den Stahlerwerns. Und auf das Feuer antwortete der Urwald mit immer neuen Grässlichkeiten, die er auf die Menschen losließ. Kein sehr schöner Tag. Unter den Siedlern war auch eine weise Priesterin. Eines Tages tat die kluge Frau kund, dass Sei diese gegrüßt. Erde nicht für den Menschen bestimmt ist und sich ihm auch nicht beugen wird. Sie führte die Menschen tief in den Wald und zeigte ihnen den Altar des alten Gottes Veopates. Da verstanden sie, dass dieses Land ihnen nie gehören würde und sie allenfalls am Rand siedeln konnten. Unsere Vorväter hatten Veopates gehuldigt und geopfert, damit er sie vor dem Urwald schützte und ihnen einen fischreichen Fluss schenkte. So wird es auch bleiben. Okay.
Da ist gar nichts. Habt ihr alle Platz genommen? Sitzt ihr gut? Dann hört mir zu. König Volltest eine Tochter geboren. Ja, viele Hütten bleiben nicht mehr übrig, ne? Und das ist mehr so ein Lager. Da hängt auch kein Trollkopf. Mein Medaillon vibriert in deiner Nähe. Das tut. Vielleicht warnt es dich vor der Backpfeife, die du kriegst, wenn du mich anmachst. Tja, es geht mich wohl nichts an. Hör zu. Auch wenn die Leute reden, ich wäre eine Hexe, habe ich mit Magie nichts am Hut. Du siehst nicht aus wie jemand, der einen Zauber oder Fluch braucht. Dich treibt entweder die Abenteuerlust hierher, oder du bist ein Hexenjäger. In beiden Fällen... Ich habe weder vor, dich zu verraten, noch habe ich den Wunsch, dich nackt vor Veiopatis Altar tanzen zu sehen. Frechheit! Ich möchte Kräuter kaufen. Kräuter? Für den Eigenbedarf. Schauen, was sie hat. Das sehe ich mir später an, wenn ich die wirklich brauche. Weil... Und hier haben wir keinen Trollkopf. Also gehe ich mal weiter. Hier sind keine Hütten mehr. Hier geht's auch nicht weiter, ne? So, das Fischerhäuschen. Das hier vielleicht. Ja, hier haben wir einen Troll. Das ist doch ein Troll. Ja. Der Kopf der Trollin. Ach, wie schade hier. Einfach so, ne? Ich würde gern würfeln. Ich spiele nicht gegen Hinz und Kunz. Gegen dich spiele ich erst, wenn ich höre, dass du was kannst. Ja, und warum hat er den Kopf da? Wird er doch irgendetwas sagen können, oder? Woher hast du diesen Schädel? Gekauft. Hab ein Vermögen dafür bezahlt, aber jetzt bin ich der Einzige in Bindegarn, der einen hat. Wer hat ihn dir verkauft? Dimitri. Sonst würde sich keiner trauen, einen Troll in seiner Höhle zu überfallen. Wo finde ich diesen Dimitri? Das weiß ich nicht. Abends triffst du aber sicher seine Kumpane in der Schenke. Ich möchte dir diesen Kopf abkaufen. Im Leben nicht. Daraus wird nichts. Der gehört mir. Ich zahle gut, sofern du nicht einen Tausch vorziehst. Dann lass uns lieber gleich würfeln. Natürlich nur, wenn du ein echter Gegner bist.
Danke, du hast mir sehr geholfen. Ja, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir zuerst mit anderen würfeln, oder? Dann machen wir das mal. Ja, hier stehen noch ein paar Sachen rum. Oder? Nee. Ist nur so ein Holzklotz. Probleme mit dem Troll. Ja, es müsste bei der Schenke sein, ne? Da müssen wir zurück zur Schenke. Sollte ich nur noch gucken, wer dieser grüne Fleck hier ist. Niemand. Schöner Tag heute. So, dann gehen wir zurück zur Schenke. Naja, da kommen wir am Hafen raus. Ist auch gut, sich zu merken, ne? Hier ist die Schenke. Also gleich nebenan. Ist ja furchtbar! Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Ja, da müssen wir jetzt die Typen finden, ne? Freut mich. Freut mich. Das ist der, der immer Arm drücken will. Meine Verehrung. Ein schöner Tag, nicht wahr? Wenn ich nur so arm... Meine Verehrung. Hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Hier haben wir einen Rufezeichen. Was? Was ist es denn, Emerson? Den haben wir ja schon gefragt. Ich grüße dich. Vielleicht im unteren Stock? Es ging ein Mägdelein tief in den Wald hinein. Pass auf den linken Haken auf! Arbeitest du für Dimitri? Wer will das wissen? Ich komme hier langsam durcheinander. Wer schickt dich? Die Metze? Die Fistech-Brenner? Oder Loredo? Raus mit der Sprache! Ich hörte, ihr hättet einen Troll erlegt. Das geht dich in Dreck an. Hast du je vom Schlechter von Blaviken gehört? Hat doch jeder. Angeblich kann er mit einem Hieb die Gedärme freilegen. Stimmt, das kann ich. Wenn du mir nicht sagst, wo Dimitri ist, dekoriere ich die Wände hier mit deinen Gedärmen. Immer mit der Ruhe. Rede. Dimitri hockt auf dem Friedhof hinter diesem stinkenden Nest. Siehst du, es geht doch, wenn du dich bemühst. Pass auf den linken Haken auf! Sehe ich recht? Der Hexer Geralt? Worum geht's? Mein Cousin aus Vysima sagt, du seist ein ordentlicher Würfelspieler. Schon? Wenn es sich herumspricht, dass wir gute Spieler haben, kommen noch mehr gute Spieler. Und dann steigen die Einsätze. Wenn Einar Gausel käme oder Sigota... Das sind wahre Meister. Wie sieht es aus? Spielst du?
Ja, wir spielen. Wir müssen ja spielen. Na sonst klar. Kriegen wir den Kopf nicht. Wir spielen nur zum Spaß hier. Zündern ja allerdings hält sich für einen geht, Meister. Ne? Ich spiele eben nicht mit jedem. Zeig du erst mal, was du drauf hast. Sieben, sieben, na, sechs, zwölf, 16, 21 und 4 ist 25, das ist nicht viel. Super, wir haben gewonnen, endlich mal. Du hast gewonnen. Polier ihm die Fresse! Spielen wir? Ja. Werden wir schon gewinnen. Muss ich nur schnell mal eine Zigarette bauen. Aber in der Zwischenzeit können wir ja wirken. Das ist ja nieder, ne? Aber warum hat der vorher mit 18 gewonnen? Das verstehe ich nicht. Wir hatten 36. Jetzt gewinnen hier dann doch die Niedersten, oder wie? Jetzt probiere ich nochmal. 6. Also hier will alle nochmal. Es wäre auch nett, wenn angeschrieben stünde, welche Zahl der andere hat. Du hast verloren. Du hast verloren. Ja, wir müssen jetzt ein paar Gegner besiegen. Ne? Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen rumspielen hier. Diesmal spiele ich und zähle einfach mit, was er geht. Was würfeln wir? Wenn du gegen diese beiden gewinnst, spiele ich gegen dich. Pass auf den linken Haken auf! Noch jemand Bier? Spielen wir? Ja gut, gegen den haben wir ja schon gewonnen. Fünf und fünf ist 10, 16, 19, 21. Also. Jetzt muss ich nur das Spiel irgendwie checken. Ich dachte vorher, es ist die höchste Zahl gewinnt, aber anscheinend doch nicht. Was hatten wir? 21. So, und der Gegner hat 4, 7, 13, 4 ist 17, 20. Wir haben eins mehr. Wir haben eins mehr.
16. Das zähle ich das nochmal, ne? 4 und 3 ist 7. 2 ist 9. 13 und 3 ist 16. Er hat 16 und wir haben immer noch unsere 21 und haben verloren. Demnach müssen wir die niedere Zahl, also gewinnt die niedere Zahl. Gut. Polier ihm die Fresse! Spielen wir? Drei, vier, sieben, acht. Wieso hat denn der nur acht? Wo ist denn der andere Würfel? Das ist ein Bug wahrscheinlich. Vier. Sechs ist zehn. 16. 20, 21. Dann würfeln wir... Werfen wir das, das, das und das weg. Du hast verloren. Wir verspielen hier unser ganzes Geld, ne? Spielen wir? So, ich lasse die so, wie sie sind. Hier und na, 6 und 6 ist 12 und 4 16 und 6 ist 2 und der hat ja viel höhere Zahl als ich. So ganz begreife ich das nicht. Du hast verloren. Spielen wir? Du hast gewonnen. Jetzt haben wir einen zweiten gewonnen. Du hattest Glück. Ich will Revanche. Du würdest... Verdammt! Nun warte doch, bis er aus der Deckung kommt! Wir wollten ja mit dem spielen. Was? Würfeln wir? Was ist? Spielen wir? So, dann würfel ich nur den 5. Du hast verloren. Ich will Revanche. Polier ihm die Fresse. Was? Würfeln wir? Was ist?
Du hast voll. Ich will Revanche. Was? Würfeln wir? Was ist? Du hast gewonnen. Willst du Revanche? Nein. Versuch's mal gegen Einar Gausel aus dem Handwerkerviertel. Gewinnst du gegen den, mischt sich vielleicht sogar Segota mit dir. Danke. Gut, dann müssen wir jetzt zum Handwerkerviertel. Schauen, ob das zumindest angezeichnet ist. Ja. Wer ist das? Redet wenig, trinkt viel, legt die Weiber flach und die Monster um. Später versuchen wir mal dieses Händedrücken, das wird schon auch irgendwie so ein System sein, ne? Finde Dimitri auf dem Friedhof. Ach so. Dann sind wir jetzt auf dem Weg zum Friedhof und nicht im Handwerkerviertel. Wobei das Da ist Segota, ne? Cedric. Es müsste eigentlich, oder es müsste eigentlich das Handwerkerviertel sein. Hier jahrelang rumsuchen. Scheinen eh alle zu schlafen. Also gehen wir mal zum Friedhof.